Rubitz. Wieso ist denn da das Planetensymbol eigentlich so halb grün, halb grau? Oh nee, warte mal, das war jetzt dumm, glaube ich. Warte mal, ich muss mal ganz kurz nochmal. Kolonieschiff. Fanatisch, militaristisch. Ah, aber die sind dann nicht mehr xenophob. Will ich das? Einflussgewinn. Toleranz. Machen wir mal die hier. So, jetzt höre ich wieder. Ja. Ich habe so ein Planetensymbol, das ist halb grün, halb grau. Ich vermute mal, das ist einfach nur die neue Darstellung, oder? Meinst du, sehen die unterschiedlich aus? Ja. Echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Für mich sind die alle, die roten zum Beispiel, alle oben rot und unten System grau. Survey complete. Ja, ich habe zum Beispiel ganz grüne oder dann welche so halbgrün. Okay. Das ist interessant. Interessant. Kontakt hergestellt. Zu wem? Oh, die sitzen ja ganz hier drüben im. Ganz links auf der Karte. Ganz im Weltraumwesten. Sind die denn? Materialistisch und fanatisch-militaristisch. Jawohl, Freunde. Respektiert unsere Galactic Autorität. Circle Setzen Commonwealth will ihre Botschaft einstellen, weil ich denen die Rivalität erkläre. Jetzt sind sie beleidigt. Jetzt sind sie angepisst. So, warte mal. Ach nee, meine Flotte ist noch irgendwie. Wo ist meine Flotte? Ach, ich wollte. Nee, stopp, halt. Du sollst da oben erstmal aufräumen. Danach kannst du noch da oben fliegen. So. Muss mal wieder in den Schiffsdesigner gucken, ob ich irgendwie meine Korvette aufrüsten kann. Jawohl, mit der Railgun zum Beispiel. Das Stimmt, ist doch. Forschungen. Fortschrittlicher Raumhafen 4 könnte ich Zerstörer werden. Dann haben wir natürlich nicht genug Energie. Da brauchen wir einen größeren Fusionsreaktor. Immer noch minus 2. Ah, das ist natürlich doof. Na, jetzt haben wir viel zu viel Energie wieder. System Survey complete. Na, dann System ist das Survey mal. completed. Energieerzeugung 15. Ah ja, gut, also speichern. Okay. Ah, und ich habe jetzt auch meine neuen Triebwerke. Haha, und meine neuen Hyperraumsensoren. Knaller. So, dann brauche ich aber jetzt doch noch einen größeren Reaktor. Plus 2. So, na geht doch. Speichern. So, ich verbreite mich gerade überall. Ja, ich irgendwie auch. Ich habe das Gefühl, es ist also bei mir gerade so ein bisschen konzeptlos irgendwie. Ich gehe irgendwie in System alle Survey Richtungen, aber wenn complete. du das mal irgendwie verteidigen sollst oder musst, dann wird es ganz schön eng. Richtig. System Survey Das complete. Problem sehe ich schon. Vor allem dadurch, dass ich halt echt nicht schnell durch mein Reich fliegen kann. Ne? Das kommt halt noch dazu. Na, ich habe jetzt schon überall hier an möglichen Stellen Wurmloch-Dinger gebaut. Ich kann jetzt schon fast überall hin, auch in deine Reiche. Ja. Bis unter die Mitte kann ich zurzeit. Aber es ist natürlich irgendwann voll überschlägt sie einen mit diesen ganzen Informationen auf dem Bildschirm. Ja, auf jeden Fall. Das Also es ganze ist schon Planeten. echt krass. Deswegen, die müssen auch, und ich hoffe, das kommt, also ich glaube, das ist geplant für den nächsten großen Patch, der im Lauf, ich glaube, Ende diesen Monats soll noch 1.2 erscheinen. Und der soll, glaube ich, auch wieder Map-Modes bringen. Also das ist, es gibt bei, ja, es gibt halt so Kartenmodi in den, zum Beispiel bei Europa Universalis politische Kartenmodi und dann Handelskartenmodi und so, wo halt immer jeweils das farblich markiert und hervorgehoben und unterstrichen wird, was dich halt in dem Moment interessiert. Ne, und das fehlt halt im Moment total. Ja. So, jetzt hier mal Ozeanwelt. Was haben wir denn überhaupt für Welten hier in der Nähe? Muss mal gerade gucken. Wüstenwelt, 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 arktische Welt. Tote Welt. Wüstenwelt, aride Welt. Da gibt es Ozeanwelten, gleich zwei Stück. Aber Wüstenwelten habe ich häufiger. Ich glaube, ich werde als nächstes mich mal in Richtung Evading Wüstenwelt hostile fleet. bewegen. Was habe ich da für eine 60% und
Ozeanwelt, ja, 20%. Dann gibt es bei mir jetzt die Wüstenwelt als mögliche nächste Kolonisierungs... Ja, klar, warum? Meine Flotte wird gerade in Grund und Boden gebombt. Oh. Das ist nicht so gut. Ja, das habe ich komplett verpeilt, da mal nachzugucken. Die hat es jetzt hinter sich. Bam. Ach nein. Admiral Giorgio de Sciglio starb, als seine Trump Yongcheng vernichtet wurde. Okay. Da waren ein bisschen viele fiese Wesen unterwegs. Scheiße. Ich die ganze Flotte immer im After. Das ist natürlich scheiße jetzt, echt. So, ich wollte gerade sagen, aber ich habe ja zum Glück genug Mineralien. Das stimmt aber nicht mal. Construction complete. Naja. Also nicht mal für 20 Schiffe im Moment genügend Material. Das ist natürlich echt bitter. Oh Mann. So, wo kann ich denn hier Reich Anführer? Da brauche ich auf jeden Fall... Ach, ich habe einen Admiral auch noch verfügbar. Das ist gut. Gouverneure brauche ich noch. Was haben wir denn da? Robust. Lebensdauer plus 25 Jahre. System Survey complete. Umwelttechniker. Ja, das ist gut hier. Der macht, also ich habe hier einen Gouverneur, wenn ich den jetzt auf dem Planeten einsetze, dann macht der Baukosten für Blocker und Baudauer für Blocker, also das Abbauen dieser Dinger minus 25% jeweils. Nicht schlecht. Will ich haben. So. Will haben. Und dann habe ich hier noch welche, die sind einfach günstiger. Nehme ich auch. So, jetzt muss ich mir nur überlegen, wo ich die einsetze. Ich glaube, hier kommt mal erstmal der Typ hin, der mir beim Clearen helfen kann. Sigma-Aliens erforschen. Will ich das? System Survey complete. Ja, warum nicht? Ja, Sigma-Aliens. Einziger Grund, weil deine andere Forschung dann stehen bleibt, ne? Aber das ist ja... Relativ Wurst, sag ich mal. So, Kolonieschiff. Ich brauch dringend mehr Planeten. Unsere Archäologen haben einen fast intakten Wultaum-Raumanzug gefunden, der von den Plünderern offensichtlich übersehen worden war. Diese 4 Meter lange röhrenartige Konstruktion hat unseren Wissenschaftlern neue Erkenntnisse darüber geliefert, welche Umgebung die Wultaum bevorzugten. Ingenieurforschung 146. Und ein Artefakt geborgen. Na fein. Ein Artefakt auch noch. Ja, ja. Ja, jetzt, ich mache ja hier keine halben Sachen. Oh, aber meine Reiche haben sich hier oben verbunden. Da diese, weißt du, wo vorher oben nur so ein blauer Pinöppel da war? Ja. Genau. Oh. Die Drisk. Das ist mal ein schöner Name. Nee, stimmt gar nicht. Kroll Primacy habe ich getroffen. Kroll Primacy. So hieß unser Bauleiter. Kroll. Naja. Kommt uns nicht in den Weg, sonst werdet ihr es bereuen. Ja, das passt schon. Oh, ich habe wieder so einen Batavian-Stein. Wie sind wir denn? Oh, überwältigend. Verdammt, die sind ganz schön stark. Also... Ich meine, im Moment ist jeder bei mir quasi überwältigend, weil jeder eine krassere Flottenstärke hat als ich, aber... Also bei denen werde ich jetzt mal eine Botschaft etablieren. Die sollte man vielleicht versuchen, sich mal zum Freund zu machen. Planetengröße 12 ist schlecht. Das ist ziemlich winzig. Ach ja, siehst du, das hätte ich auch mal nachgucken sollen, wie groß der Planet hier eigentlich ist. Oh, 22. Haben wollen, kriegen können. Das ist ja richtig schön. So, dann gehen wir direkt auf Kolonisieren. Dafür. So. Situation Log updated. Kristallkodex verfügbar. Was ist das? Okay, der ist da drin. Brauche ich jetzt ein Forschungsschiff? Das ist ganz gut. Erlangt 25 Einfluss, erlangt Übertragung von Democratic Kraxros Sovereignty. Was? Das ist mir auch gerade.
Was? Ach so, wieder neue Spezies kennengelernt. Naja, gut, als eins grüßen. Wo habe ich denn die jetzt kennengelernt? Wo sind denn die? Ah, da fällt mir ein, ich könnte mal gucken. Hier meinen Raumhafen mal langsam aufbauen, ausbauen. Hä? Auf der anderen Seite der Map, ganz links, habe ich jetzt eine Partei kennengelernt. Wie komme ich denn zu denen? Die sind wahrscheinlich zu mir gekommen. Wahrscheinlich. Das ist ganz schön beunruhigend. Was machen die alle? Ja. Von der anderen Seite der Galaxie, ich glaube es ja nicht. Welche denn? Achso, diese, genau, die haben wahrscheinlich, also die haben mich auch irgendwie. Die Democratic also die mit erst, diesem Kreuz. Und wahrscheinlich war das dann, weil die mich schon kannten, haben die dich jetzt auch gefunden oder so. Wahrscheinlich. Aber trotzdem seltsam, also wie sie das geschafft haben. Die machen uns alle platt von der anderen Seite, wirst du sehen. Ich glaube auch, also so ganz entspannt sehe ich das Spiel im Moment gerade nicht mehr. Ja, wie gesagt, nachdem ich das letzte Mal da so kräftig auf die Mütze gekriegt habe, weil ich einfach so das Diplomatie-Thema so ein bisschen unterschätzt habe. Mhm. Nicht so gut. Ah, das stimmt. So, Physiklabor bauen wir da mal hin. Ah, da muss ich mir nochmal, vielleicht mal im Forum nochmal ein bisschen durchlesen. Wie kann ich irgendwie Aliens, die mich ja eigentlich mögen, zum in Bündnis einladen. System Service. Also selbst wenn jetzt hier die und die Kriegsphilosophie nicht unterschiedlich wäre, dann wäre ja immer noch eine Basis von minus 50, die du erstmal aufholen musst. Richtig, ja. Hier scheint ja hier jedes Vieh eine Basis davon minus 50 zu haben. Verstehe ich nicht. Müssen die denn alle selbst erstmal irgendwie einen Mega-Feind haben, damit die sich überhaupt genötigt fühlen? Das kann natürlich sein, ne? Ja, aber möglich wäre es ja. Ja. Ich meine, warum solltest du ein Bündnis eingehen, wenn es halt System irgendwie so Survey quasi Computer. Keinen Grund dafür gibt? Schon, ja. Liebe alle zum Feind haben. Oh, cool. Jetzt werde ich demnächst einen Forschungsposten bauen. Oh, sehr cool. Ein Beobachtungsposten. Den kannst du auf so einem Planeten, weißt du, mit so einer, mit diesen, mit diesen primitiven Zivilisationen dann bauen. Mhm. Das ist cool. Na, schauen wir. Projekt erforschen. Ach, das war geil. Direkt daneben, sehr schön. Neue Planeten erforschen. Aber was haben wir denn hier noch nicht erforscht? Da sind Feinde drin, das ist schlecht. Ja, das ist echt ätzend, ey. Überall hier rote Ausrufezeichen, ich krieg keine platt. Oh, was ist das, Rubitz-System hier, sind sogar zwei Planeten, die ich, System Survey die ich, complete. Bevölkern könnte. Woran sehe ich denn eigentlich, wie viel Militärflotten ich haben kann? Du siehst oben, also Flotten kannst du durchaus, glaube ich, so viele haben, wie du willst. Ach so, aber oben Anzahl die 10 Schiffe von 19, halt. Flottenkapazität. Genau. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber was sind denn die Flottenkapazität? Zählen da nur meine Kampfschiffe rein? Gar nicht meine Forschungs- und Konstruktionsschiffe? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Okay. Oh Gott, es gibt noch so viel zu lernen. Ich baue einfach nochmal Korvetts, mal gucken, was da passiert. Die verbrauchen ja auch Energie, glaub, ne? Genau, ja, ja. Ah, wie, ah. Das ist Blade. Ich könnte auch einen Zerstörer bauen. Was kostet der? Er fordert einen Raumhafen der Stufe 3. Achso, den muss ich erstmal. Ich meine noch gelesen zu haben neulich, dass im Moment vorwiegend von den Leuten, die System ich damit beschäftigt complete. Habe, haben tatsächlich nur fast nur Korvetten gebaut werden. Mhm. Und die dann irgendwie durch einen defensiven Computer, also da kannst du später Modul auswählen, hier rechts, Gefechtscomputer. Dann gibt es dann auch irgendwie so einen defensiven. Und die damit einfach, dass die einfach im Moment, weil die nicht gut balanciert sind, die meisten nur Korvetten bauen. Okay. Und die eben auf diesen, also auf den Ausweichwert irgendwie ein bisschen hochdrehen. Hm. Darüber dann versuchen zu punkten quasi. Verstehe.
müssen wir hier. Ja, ja, dat. Raumwaffen wird auf Stufe 3 ausgebaut, dann könnte ich theoretisch einen Zerstörer bauen. Incoming Transmission. Panzerung 6 Schaden. Special Project complete. Schon wieder ein neues Spezialprojekt. Aha. What, Incoming Transmission, was ist da los? Diplomatisches Angebot. Was wollen die denn? Sternenkarten? Nee. Hä, das habe ich auch. Von der Yves Sorak Assembly of Nations. Ah ne, ich habe Ted Zekian Sovereigns. Ah, die wollen Zivilzugang. Oh, oh, bei uns gibt es eine laufende Diskussion darüber, wer der neue Archon werden wird. Die Entscheidung darüber wird am 2240, am 1.4. gefällt. Ist ja unfassbar. Und jetzt? Bin ich da irgendwie in der Wahl? Wahl. Ach, dafür bräuchte ich aber 200 Einfluss. Hab ich nicht. Ja, ja, der Einfluss ja immer. Hoffentlich der Donald Trump bleiben, oder? Es wäre unfassbar, wenn das jetzt irgendwie... Ging ja gar nicht. Nee, Sternenkarte will ich jetzt nicht traden. Tut mir leid, Freunde. Habe ich gar nichts von. So, jetzt sind hier ein bisschen viele Pop-Ups aufgegangen gerade. Ich habe jetzt einfach mal zugestimmt, denen. Ach, du nimmst die Sternenkarten, oder? Nee, was? Die von den Zekarian Sovereign Sons neben dir, die wollen bloß Zivilzugang und bieten mir auch Zivilzugang. Ja, das ist manchmal nicht schlecht. Dann kannst du mindestens deine Forschungsschiffe da durchschicken, ja. Genau. Oh, fanatisch xenophobe Aliens getroffen. Das ist natürlich super. Xenophob und fanatisch xenophob, die sollten eine Party zusammen feiern, finde ich. Das würde eigentlich, wäre nicht schlecht. Immer das diese Xenophoben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja unfassbar. Hochwertige so. Bergbauziele. Festigungsstärke plus 20%. Reichsmodifikator Befestigungsstärke. Huh. Der neue Herrscher ist gewählt worden. Archon Sheng He wird bis zur nächsten Wahl herrschen. Donald Trump wurde abgesetzt. Ei, ei, ei. Das ist, da müsste man jetzt das ganze Dings umbenennen irgendwie. Ist ja unfassbar. Ich werde verrückt. Es geht nicht. Also es ist wirklich eine Zäsur. Construction naja, complete. Vielleicht nicht so schlecht. Befestigungsstärke plus. Man kann nur da Bergbau und sowas bauen, wo man Außenposten hat oder Planet kolonisiert hat, oder? Wie war das? Nee, was ist jetzt der Unterschied zwischen ja, Außenposten, Reich erweitern einfach nur, ne? Genau, der Außenposten sagt sozusagen, dass du an der Stelle, also dass du den Weltraum an dieser Stelle quasi für dich beanspruchst. Ja, ne? Okay. So, ja. Genau. Da baue ich da mal einen Außenposten hin, mal gucken. Schon wieder ein völlig gelangweiltes Forschungsschiff. Was ist das denn hier? Ich habe auch nur gelangweilte. Guck mal, der hat gerade nichts zu tun. Dann geh du doch bitte nochmal hier hoch und erkundige... Ach, da kann ich gar nicht hinfliegen. Ich werde verrückt. Naja, gut. Dahin geht's. Ich kann aber witzigerweise, ich habe zwar diesen Zivilzugang, aber ich kann in diesem... Ich kann da nichts erforschen, wenn ich da reinfliege zu dem... Naja. Also wenn ich in das Reich eines anderen reinfliege, dann kann ich da zwar reinfliegen, aber ich kann das nicht erforschen. Das ist ja sehr seltsam. Vielleicht, weil die es schon erforscht haben oder so? Keine Ahnung. Denkbar. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man fliegt auch. Nee.